Eigentlich wollte ich ein Top 3 UAC-Server-Video machen, aber mir ist was dazwischen gekommen. Ich habe nämlich einen sehr guten Server gefunden und den wollte ich euch zeigen. Diesmal geht es um einen Server, der nicht nur UAC enthält, sondern auch andere Modis. Dieses Mal wird es spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Wenn euch dieses Video gefällt, dann würde ich mich unbedingt über eine positive Bewertung freuen und abonniert mich, um keine weiteren Server-Videos, Tutorials und weitere Videos zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Als allererstes haben wir natürlich eine sehr schöne Lobby, die ein Aquarium sozusagen ähnelt. Und ich finde tatsächlich die Lobby sehr schön und es hat auch besonders viele Features. Die Features kommen am Ende erst, jetzt zeige ich euch mal die Modis. Zuallererst habe ich sozusagen im Gameplay gespielt, UAC Run gespielt. Und UAC Run hat sehr viel zu bieten und es macht auch voll einem sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist das beste UAC, glaube ich. Also von den Server, also Speed, es ist sozusagen das beste Speed UAC in dem Sinne. Es gibt normale UACs, aber UAC Run? Ja, wie läuft das? So, jetzt geht los. Wir haben noch nichts an Waffen, weil UAC Run ist ja so, dass es alles schneller geht, natürlich. Vor allem, man kann außerdem besonders zwischen Solo, Trios und auch Duos auswählen. Das heißt, man kann es zu dritt spielen, zu zweit spielen und oder auch alleine spielen, falls man gerade kein Kollege online ist oder sowas. Und was mir auch besonders allererst aufgefallen ist, dass die Runden sich bei UAC und vor allem besonders schnell füllen. Das hat mir besonders Spaß gemacht. Was aber ein Kritikpunkt ist, ist leider, dass sozusagen das Schnellmenü nicht funktioniert richtig. Also ihr wisst ja, dass wenn man was zum Beispiel was craftet, dass es direkt sozusagen, wieder zurückgesettet, resettet wird sozusagen. Aber das hat mich tatsächlich auch einfach gestört, weil ich auch damit sehr viel, das auch sehr oft benutze. Manche benutzen es glaube ich seltener, aber es kommt natürlich oft drauf an, wie oft man das benutzt. Wenn man es sehr oft benutzt, ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist ja, warte, was? Das ist schon geil. Ich kann keine Werbung, warte, was? Wieso kann ich keine Werbung? System, es gibt auf jeden Fall wunderschöne Höhlen. Ja, es gibt Höhlen. Die Schutzzeit beträgt circa 15 Minuten, was mich nicht anders. Nein, 15 Minuten nicht, so. Ich würde sagen 13 Minuten. Und es hat mir auch besonders sehr viel Spaß gemacht. Aber leider sind viele Leute gestorben. Das hat mich leider, wie soll ich sagen, das war leider sehr schade. Aber was kann man machen, wenn die Spieler natürlich durch Lava oder durch Fallschaden sterben? Da kann man ja großartig jetzt nichts machen. Was mir auch ganz besonders gefallen hat, das ist, eigentlich sogar eigentlich selbstverständlich ist, dass es Höhlen gibt. Höhlen gibt es sozusagen und dass es sozusagen Erze sozusagen instant droppen, das ist ja auch echt klasse, UAC Run. Und ja, mehr kann man auch nicht erzielen. Außerdem gibt es auch Obsidian sehr leicht zu farmen. Und wenn die Schutzzeit vorbei ist, dann ist sie alle 2 Sekunden, wird die Border kleiner und dann ist es vorbei sozusagen. Bis noch ein Spieler übrig ist oder bis die Border auf 0 ist. Und die Kampfphase hat mir auch besonders gefallen. Und zwar ist es auch so, dass man auch allgemein sehr viele Dinge auf einmal bekommt, wenn man Lapis zum Beispiel abbaut, bekommt man Bücher. Und ja, das hat mir auch ganz besonders gefallen. Was mich gestört hat, ist tatsächlich, dass man keinen Spielertracker hat. Das heißt, dass es sozusagen, dass man keinen Spieler gefunden hat. Wirklich, ich habe überlange gesucht, bis ich den letzten Spieler gefunden habe. Und den habe ich mal sogar am Ende nicht mal gefunden. Der war einfach weg. Wow. Also, Leute, ich weiß, ihr seht, diese Runde ging extrem lange. Ich habe einfach nichts gemacht. So, als nächstes haben wir sozusagen Skywars gespielt. Und Skywars war ein sehr schneller Modus tatsächlich. Also, wenn man ganz schnell sozusagen ein paar Skywars-Runden spielen will, dann würde ich auf jeden Fall den Server empfehlen. Der Server hat wirklich auch guten Loot, gutes Load-Up. Und man kann sich auch sehr schnell ausrüsten. Man kann direkt eigentlich kämpfen, das ist das Schöne dran. Und ja, wie gesagt, die Server-IP wird dann sozusagen am Anfang des Videos sowieso eingeblendet. Und ich muss sagen, der Server sieht sehr gut aus. Allgemein die Maps, also ich habe bislang nur eine Map gespielt, aber ich gehe davon aus, dass die Maps wirklich ein bisschen kleiner gehalten sind. Und auch wirklich auch, naja, wie soll ich sagen, auch schlichter gehalten sind, sozusagen wenig sozusagen Details, mehr sozusagen, mehr so in dem Wind, was in das Wort ist, glaube ich, ihr wisst, was ich meine. Aber sonst, ja, die Skywars-Runden gingen schnell, aber ich würde, also mir macht tatsächlich Hive Skywars mehr Spaß, aber das ist ja auch Geschmackssache. Und wenn es denen zum Beispiel schnelle Runden mehr gefällt, dann ist der Server echt gut. Man muss auch bedenken, der Server kommt aus der Tschechischen Republik,
Ryan auch Session, wie auch immer man es betitelt. Aber für seine Liga, für die aus dieser Leistung ist es echt ein guter Server für deren Verhältnisse, weiß nicht. Ich kenne mich ja nicht so aus mit tschechischen Server. Ich weiß es ja nicht so aus. Ich kenne mich sozusagen wirklich nicht so aus. Ich war noch nicht so in der Szene sozusagen drin von anderen sprachigen Servern, außer amerikanische oder deutsche Server. Aber französische Server. Aber ja, der Server hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und jetzt, dann habe ich mal Bridge ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, worum das in dem Modus sozusagen anfangs ging. Ich war komplett planlos. Ich war auch komplett in anderen Team sozusagen. Okay, Bridge will man interessant. Was ist das denn für ein Modus? Ich weiß nicht, was Bridge ist. Aber es klingt interessant. Kids? Es gibt gefühlt nie Modus Kids. Okay. Ah, interessant. Oder Noob. Du willst mich Noob nennen? Okay, ich weiß, was es ist. Aber ja, die erste Runde war auch ganz komplett komisch, weil ich war sofort, habe ich sofort gewonnen, ging so okay. Aber dann kam mir sozusagen einen 3-3 Modus sozusagen, ein Trio-Modus, wo man sozusagen mit drei Spielern sozusagen spielen muss. Bei diesem Spielmodus ging es darum, wer zum Beispiel in den Brunnen springt sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, also sozusagen in diesen, man muss über die Brücke laufen und dann einfach in diesen Tunnel springen. Und wenn man das schafft, dann hat man einen Punkt. Und man hat erst gewonnen, wenn man 5 Punkte hat. Und das war das Spielprinzip. Am Anfang haben wir sehr rasiert. Aber, ja, wie soll ich sagen? Das war auch ganz nice. Hat auch Spaß gemacht. Aber ich war ein bisschen überfordert. Weil da waren auch ganz gute Spieler, glaube ich, sogar dabei. Weil die haben auch ein bisschen, sozusagen, auch mehr Ahnung sozusagen von diesem Spiel. Und, ja, ich war ja sozusagen auch sowieso ein bisschen planlos bei diesem Spiel. Aber sonst hat der Spielmodus sehr, sehr gut gefallen. Letzter Modus, und das ist ein Modus, den wir eigentlich auf Hive kennen, und zwar ist das Murder Mystery. Und bei Murder Mystery muss ich leider sagen, dass mir natürlich die Spieleranzahl natürlich nicht so gefällt, weil es spielen nicht so viele Leute Murder Mystery, kann ich auch verstehen, weil man kann es ja sozusagen auf Hive spielen und da ist die Konkurrenz größer sozusagen. Und warum sollte man auf so einem Server Murder Mystery spielen, wenn man es auf Hive spielen kann, nach dem Motto? Aber es hat mir trotz dessen sehr viel Spaß gemacht und ich empfehle euch wirklich den Server. Und die Maps sind wirklich von Hypixel sozusagen, also manche Maps. Okay. Oh, die Map kenne ich von Hype. Von Hypixel. Ein bisschen zu viel Gold, also es war ein bisschen viel. Vielleicht kommt es nur so rüber, weil hier so wenige Leute sind. Und es war auch allgemein, das System war auch ganz spannend, also nur, dass mich ein bisschen das Gold-Dropping ein bisschen gestört hat, aber sonst war das ganz gut. Ja, aber ich fand es so wirklich gut. Also, das kann man sozusagen sagen. Der Modus Murder Mystery, den kann man auf jeden Fall verbessern. Ich habe auch gelesen, dass er erst in der Beta war. Und für die Beta ist es gar nicht mal so schlecht. Der Dragon Shield kann okay. Wir haben alle Modus abgetastet und zwar, jetzt kommt noch die Lobby. Als guter Letzt, ich soll sowas eigentlich zuerst machen. Wir haben hier nochmal die ganzen Server einzeln aufgelistet. Hier kann man die Spieler unsichtbar machen und das ist ganz gut, weil manchmal nervt das auch. Wir haben auch Stats, das ist ganz gut, wo jetzt die Solo gewonnen Ehre. Und ja, das ist. Duels kommt auch noch raus anscheinend. Also wird auch 1-1 sozusagen geben. Also, was hast du nicht gesehen? Und das hat mir auch ganz gefallen, dass es sozusagen in ein Buch verpackt ist. Und ja, das war ganz, ganz schön. Und ich habe auch gelesen, dass es sozusagen 1-1 oder Duell sozusagen rauskommt, dass man sozusagen kämpfen kann. Das klingt auch ganz interessant, aber war auch ganz cool. So, da habe ich nochmal ganz kurz noch ein bisschen rumexperimentiert. Es gibt auch so sozusagen Gadgets, Partikel, Pets, Trails, was auch, hast du nicht gesehen. Das war auch sehr spannend. Also ich habe die sowieso nicht sozusagen zeigen können, weil ich sowieso gerade keine Besitzer habe, weil man braucht dafür Items sozusagen. Und man konnte auch die Sprache einstellen, habe ich sozusagen gesehen. Und man kann die Partikel, falls die Partikel ein bisschen auf die Nerven gehen, kann man auch rausstellen. Das war mehr, kann ich auch nicht erzählen. So Leute, mcbackplay.io, so heißt die Server-IP. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal, euer Treenox und ciao.